Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Borderlands 2 zusammen mit dem Zocklog. Hallo! Hallo! Okay, jetzt bin ich. Das war aber ein Zufall, oder? Hier auf den Kopf zu springen. Nein! Ja, du bist unter mich gelaufen. Ja, ich bin unter dich gelaufen. Ah, super. In der letzten Folge haben wir versucht, diese blöden War-Kids zu mutieren zu bringen. Hat aber nicht so ganz funktioniert, deswegen haben wir lieber Kavoma-Bums geholt. Und die bringen wir jetzt zu Tina zurück. Na, Tina? Hi, Tina! Oh, aber ich will zugucken. Verschwindest du jetzt aus meiner Werkstatt oder muss ich... ist der Roland. Aber ich will zugucken. Verzieh dich aus meiner Werkstatt, sonst trete ich dir in den Hintern. So ist das bei Tiny Tina. Na gut. Auch nur, weil du so schön gerappt hast. Ich bin eine Teekanne, bin voller Blut und so. Hier ist mein Henkel und hier ist mein Popo. Hups. Bau eine kleine Bombe in ein geiles Dämchen. Jag damit was hoch und alle sterben. Matsch. Matsch, matsch, matsch. Ihr seht verflucht gut aus, Ladies. An die Arbeit. Zwillinge. Nimm sie. Aber ich muss sagen, die Lieder gehen ins Ohr. Tiny Tina veranstaltet eine Teeparty und benötigt deine Hilfe. Alles klar, Keule? Hab eine voll wichtige Teeparty. Aber mein Date ist nicht aufgetaucht. Und ohne Begleitung siehst du mich auf keiner Party. Vergiss es! Sein Name ist Sir Reginald von Bartlesby. Ein riesiger Aristokrat und Kunsthändler. Ich glaube, seine Mutter hat ihm verboten, mit mir zu sprechen. Du wirst sie überreden, ihn in meine Obhut zu geben. Okay. Aber ich gehe vorher nochmal verkaufen. Ach so, ja. Ich habe einen Haufen Sheet dabei, den kein Mensch braucht. Verkaufen, 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 verkaufen. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Skin freigeschaltet. Was hast du freigeschaltet? Einen Skin habe ich freigeschaltet. Ah. Aber das ist ein hübsches Bild. Okay. Hier. Roland, ja, den habe ich vorhin gesehen. Sehr schön. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ja, ich habe was vergessen. Das ist doch Munitionskaufdingens. Ja. Alle Raketen gekauft. Jo, Raketen gekauft. Beehre mich bald wieder. War mir wieder ein Vergnügen. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Ein hübsches Pflaster auf der Nase hat sie. Ja. Ein lebhaftes, ganz normales kleines Mädchen. Auf Pandora bestimmt, ja. Machen wir erst die Teeparty oder den Zug? Zug ist, glaube ich, Hauptquest.
und Tee Party ist neben Quest. Na, würde ich doch dann eher Quest vorher machen. Welche Quest? Ja, die Tee Party. Achso, ja, ich hab, bei mir kam eine Quest an, tut mir leid. Ach so, okay, Entschuldigung. Die Nebenquest. Weil ich hab nur verstanden, dann würde ich halt die Quest machen. Ach so, okay, da hat wahrscheinlich mein Noise Gate zugeschlagen. Oder? Das also kann neben sein. Ach, glaub, da wollen wir nicht hin. Ja, dann kämpfen wir halt. Oder? Da fällt der Zug auch durch. Denkt dran, dass da der Zug durchfährt, ne? Ja. Zeit für wen? So. Was hat er gesagt? Ich verstehe mal nicht. Jetzt gibt's gleich Rotz, hab ich verstanden. Das ist das, was ich dazu sag. Suchen wir doch mal den Sir Reginald. Sir Reginald ist nur einer von vielen illustren Gästen, die zu meiner Teeparty kommen werden. Ich habe auch Prinzessin Fluffybutt eingeladen, die hat Möpse. Das würdest du nicht glauben. Die holst du später ab. Ja, da bin ich ja gespannt. Auf Fluffybutt oder auf die Möpse? Nehm dieses Wort nicht in den Mund. Oh Gott, ich häng fest. Ah. An der Schiene hängst du fest. Ja. Was, sie werden eliminiert? Oh, Hubschrauber. Ah, nicht schon wieder. Ah. Einen habe ich auf jeden Fall schon runtergeholt. Ja, ich musste mit der Raketenwerfermunition muss ich echt sparsam sein. Das ist. Wie viel kannst du da nicht mitnehmen? 12. Ich muss das nächste Mal, wenn wir in Sanctuary sind, mal ein bisschen. Oh, da ist ein Beutezweig. Boah. Boah. Oh, ich bin gleich tot. Scheiße, und ich bin hier runtergesprungen.
Vielleicht kriege ich ihn noch. Ja, hab ihn. Hast du ihn? Sehr gut. Ja, ich muss einmal hier komplett außen rumlaufen. Puh. Und jetzt komme ich hier oben an und dann ist nichts mehr da. Ah, Kids. Oh ja. Da verpupft sich einer. Da verpupft sich einer. Jawohl. Hast du ihn auch? Ja. Ach, da ist ja noch einer. Ja. Einen habe ich erledigt. Und noch einer. Oh, scheiße, was ist... Was zum Geier? Ist denn das jetzt hier? Ah, ich bin da. Okay. Sagt er, muss sparsam mit so einem Raketenwerfer umgehen und schießt alles auf die mutierten Warkids. Aber die haben es ja auch verdient. Ich fühle mich gut. Level 17. Ja. Yeah. Nice. So. Mal kurz gucken, Quest. Ach. Erledigt, oder? Abschluss zur Hammerlock, ja. Super. Siehst du, kaum konzentriert man sich nicht auf die Warkit-Mission, dann funktioniert es. So, ich kann dich jetzt aus der Distanz wiederbeleben. Ah, nice. Stimmt, ein Skillpunkt. Dein Geschütz kann an Wänden und Decken platziert werden. Bringe die Wings auf der Straße Effekten auf dich. Okay, gehen wir mal ein bisschen was auf den Schaden und... Bin schon da. Ah, okay. There's a Reginald. Ist halt nur die Frage, wie man da hinkommt. So, und jetzt prophezei ich dir, dass sie sich die ganze Zeit diese blöden Warkids verpuppen werden. Wahrscheinlich, ja. Wo wir die Quest abgeschlossen haben. Ah, hier geht's rauf. Entschuldige, Madame vom Badesbühl-Temperament. Oh. Schon wieder am Leben. Ah, oh, sehr schön. Hey, die steckt ganz schön ein. Und jetzt holt Sir Reginald. Wir haben so vieles zu besprechen. Du hast Sir Reginald. Jetzt musst du nur noch Prinzessin Fluffybad finden und mir ein bisschen Eisenschrott von den Koptern holen, damit du meine Teekanne daraus basteln kannst. Spring einfach ein paar Kopter und schnapp dir die brennenden Teile. Nein, keine Kopter. Oh, und du kannst unterwegs gerne ein paar Crumpets organisieren. Crumpets sind geil! Jetzt. Ah! Aua! Fallen ein paar Teekannenteile runter.
Munition mehr. So, ein Copterteil bräuchten wir noch. Ja, es sind ja noch zwei Copter da. Einen habe ich abgeschossen. Wieso hast du Prinzessin Fluffy Butt aufgesammelt? Ich weiß ich nicht. Ich habe gedacht, es wäre so ein Copterteil. Was sprechen die Möpse? Was, Möpse? Oh, ich hab keine... auf mir ist gerade ein Copter gespawnt. So, hier müsste es. Ich hab keine einzige Munition mehr. Okay. Ich muss jetzt außen rumlaufen. Komm mit dem Geschütz. Ja, ich war oben auf. Ah, hier ist, glaube ich, noch Munition. Ja, ich war oben und habe alle meine Munition komplett verschossen. Da gibt's. Sniper, Granate. Ach, Granaten hätte ich noch gehabt. Ich habe Kekse gefunden. Was hast du? Kekse. Kekse? Und, Crumpets. Ah, ja. Keine Munition. Oh. Eieieiei. Oh nein, diese Musik. Ich kann keinen mehr töten, weil ich keine Munition habe. Also. Ohne Munition ist das in einem Kampfgebiet irgendwie ein bisschen ätzend. Ja, das glaube ich. Soll ich dir eine andere Waffe geben? Ich habe auch nicht mehr so wirklich viel. Ach, da habe ich auch keine Munition mehr. Oh, da auch keine Munition mehr. Ja, da hinten kannst du wegsnacken. Oh, ich habe wieder ein paar Sniper-Schüsse gehabt. Ah, schon wieder down. Hinter uns. Meine Munition ist alle. Geht's einigermaßen. Sehr freundlich von dir. Okay, also, da ist Kleckerlis Weiß kommt immer mal wieder ein bisschen Munition rein, aber... Weißt du was, wir gehen jetzt einfach hier zurück. Die Warkids sind ja immerhin kein Problem, um Nahkampf Platz zu machen.
Dann gehe ich mir mal Munition kaufen. Bei Tina. Und dann können wir ja die T-Gesellschaft mal platzieren. Mal schnell Munition kaufen. Voller Möglichkeiten. Keine Gewehr, weißt du. War mir wieder ein Vergnügen. Du bist mein Millionstes. Okay. Das ist nicht zu zerkrachen. Princess Fluffy Butt. Sehr erfreut, sie zu sehen. Oh, die sieht ja elegant aus. Zur Einladung des Ehrengastes. Okay, Kumpel, geht es an. Da will ich eine Teeparty schmeißen und der Ehrengast fehlt. Sei so lieblich und lock unseren Gast auf die Party. Sonst fress ich deine Babys. Sein Name ist Flechtig. Nur so am Rand. Noch die Babys. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, denn es ist tatsächlich schon wieder soweit. Das Folgenende hat uns erreicht. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Es hat, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeigucken würdet. Ihr könnt auch gerne bei Zocklog vorbeigucken. Den Link findet ihr im Kanal und du streamst in letzter Zeit ziemlich oft, kann das sein? Ja, immer. Oder hast du in letzter Zeit ziemlich viel gestreamt? Livestream mit Resident Evil 2. Ja, gefällt mir ganz gut. Es ist ein super Spiel. Und, ja, sehr cool. Ich hab's ja bisher leider nicht geschafft, mit während du Resident Evil 2 gestreamt hast, hatte ich bisher noch keine Zeit. Vielleicht komme ich ja irgendwann die Tage mal dazu. Das wird wahrscheinlich auch schon in der Vergangenheit liegen, wenn ihr die Folge seht. Aber trotzdem der Hinweis, schaut einfach mal bei ihm vorbei, beim Zocklog. Da könnt ihr, glaube ich, doch ab und an mal mit einem Stream rechnen. Mhm. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dahin und ciao. Tschüss.